Zu Fest und Königstein brauchst du gar nicht zu erzählen, denn hier hast du alles in klein, in Miniatur. Also, bitteschön, halt die Kamera einmal drüber und du hast alles erfasst. Ah, toll. Und ich brauche nicht zu quatschen. Die dokumentierte Geschichte des Königsteins reicht bis in die späte Bronzezeit zurück. Archäologen datierten die in der Siedlungsgrube auf dem Festungsplateau gefundenen Scherben auf den Zeitraum von 1300 bis 800 vor Christus. Die geschriebene Geschichte beginnt im Mittelalter mit der Oberlausitzer Grenzurkunde von 1241. Die damalige Königsburg wurde später Kloster, Landesfestung, Ort höfischer Repräsentationen, Staatsgefängnis, Kunstdepot, Kriegsgefangenenlager, Jugendwerkhof und schließlich Museum. In böhmischer, sächsischer und europäischer Geschichte tritt der Stein des Königs in wechselnden Rollen immer wieder in Erscheinung. Das Ensemble aus Festungsbauwerken mehrerer Epochen ist einzigartig. Romantik trifft Spätgotik, trifft Renaissance, trifft Barock, trifft 19. Jahrhundert, trifft uns. Zumal diese Festung aus kultur- und naturhistorischer Hinsicht interessant ist und man einen wunderbaren Ausblick hat. Siehst du sogar Dresden, Pirna, die Bastei, die Elbe, 1164 Kilometer lang. Also am besten mal zur Führung kommen, da hast du gar nicht fertig zu erzählen. Und an dieser Stelle möchte ich dich auf zwei verschiedene Dinge noch aufmerksam machen. Nämlich auf die höchste Erhebung der sächsisch-böhmischen Schweiz, ne? Ja, es ist ein Berg. Ein Schneeberg. Ein Schneeberg auf tschechischer Seite. Ja. Johann Christian Zobel lebte bis 1754 und strickte lange Wollstrümpfe. Und stricke Omas. Gucke, und Schauburgskraut wächst ja auch auf der Festung Königstein. Allerdings jetzt, wenn es blüht, sollte man es nicht mehr verzehren. Aber vor der Blüte, es ist höchst gesund. Sehr viel Vitamin C etc. pp. Du hast ja gesehen, rundherum ein schöner Blick, ganz markant und bekannt auch für hier hinstellen. Und ansonsten kann ich ja auf die Playlist Elbchen hinweisen. Da haben wir die einzelnen Steine auseinandergenommen, drumherum spaziert, hoch und runter, drunter und drüber. Da kann jeder nochmal die einzelnen Steine näher betrachten. Jawohl, Frau Markstein. Apropos Steine, wer direkten Kontakt haben will, Fußkontakt haben will mit den Steinen, der ist herzlich eingeladen, nicht nur die fantastische Sicht vom Königstein zu betrachten, sondern auch die fantastische Sicht auf die Wanderwege rund um den Königstein und um den Ort Königstein zu genießen.